Kennen Sie das? Sie sitzen in einem Restaurant und fragen sich, was habe ich denn eigentlich gerade auf dem Teller? Wo kommt es her? Was für einen weiten Weg hat es schon zurückgelegt? Und warum kommt es nicht aus meiner Region? Kennen Sie das? Sie sitzen in einem Restaurant und Ihnen sticht das stylische Geschirr sofort ins Auge und Sie fühlen sich sauwohl auf den gemütlichen Restaurantstühlen. Sie würden am liebsten alles sofort mit nach Hause nehmen. Unser einzigartiges Projekt verbindet genau das, regionale Küche mit Kunst und Handwerk. Und deshalb treten wir heute an Sie, die Jury als Förderer von Stiftungsverbänden. Mundart, Kunst von Linie. Ja, hinter unserem Konzept steckt ein Franchise-Modell, bei dem die Restaurants, mit denen wir zusammenarbeiten, ausschließlich regionale Produkte verwenden und gleichzeitig eine Ausstellungs- und Verkaufsfläche für regionale Künstler und Handwerker bieten. Wir verstehen uns als Kulturinitiative. Das heißt, dass wir die Leute für regionale Wertschöpfung sensibilisieren wollen und Kunst mit Essen verbinden wollen. Ja, an dem gerade vorgestellten Konzept, um das überhaupt zu etablieren, um das Bewusstsein der Bürger, Restaurants und Künstler zu kriegen, würden wir das Ganze gerne in einer einjährigen Testphase hier in Lüneburg starten. Dabei geht es darum, dass wir in erster Linie ein Netzwerk aus Künstlern entwickeln, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten und auf der anderen Seite auch Restaurants finden, die mit uns zusammenarbeiten. Und wir würden dann pro Restaurant jeweils eine Aktionswoche starten, in der die Künstler das komplette Mobiliar in diesen Restaurants stellen. Es geht aber nicht nur um Künstler, sondern auch um Handwerker, Floristen und so weiter. Und wir würden eben diesen Handwerkern, Künstlern dann eine riesen Verkaufsfläche bieten für ihre Produkte. Auf der anderen Seite würden wir den Restaurantbesitzern ein erhöhtes Publikum in der Aktionswoche bieten, was wir natürlich dann irgendwie mit Flyern per Internet über Werbung hervorrufen müssten. Für uns wiederum bietet das eine riesen Feedback-Grundlage, ob so ein Konzept funktionieren könnte und ob man es etablieren könnte in so einem Restaurant. Finanzieren würden wir das Ganze über Sponsoren wie die Handwerkskammer und Kunstverbände beispielsweise und über Provisionen, die wir über den Verkauf von Kunstgegenständen uns erwirtschaften würden. Wie könnte es längerfristig weitergehen, wenn diese Startphase erfolgreich bei den Menschen ankommt? Wir haben uns gedacht, wenn unser erstes Jahr vorbei ist und diese Veranstaltung sehr erfolgreich war, dass wir uns in Lüneburg auf ein Restaurant festlegen und sozusagen eine Schwerpunktregion aufmachen. Hier in Lüneburg wird unser Pilotprojekt gestartet mit einem Restaurant, das das ganze System längerfristig etabliert. Und wenn auch dieses Pilotprojekt erfolgreich ist, könnte man die ganze Idee auch noch deutschlandweit ausweiten, um die Region zu stärken. Vielen Dank. Danke.